Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von meinem Last Epoch Let's Play, genau. Und wir spielen im Offline-Modus, weil die Server total überfordert sind. Wir haben vorher gelivestreamt und ja, konnte nicht weiterspielen nach dem Lager. So, wir machen den Warlock, wie gesagt. Die Hexenmeisterin auf Deutsch. So. Und wir spielen auf ja normal. Im Livestream spiele ich aber Solo-Charakter gebunden. Das möchte ich hier im Singleplayer, also ja, nicht machen. Gut. Wir sind ja sowieso solo, also wir können nicht mit anderen. In the beginning, there was darkness. Aber charaktergebunden möchte ich ja nicht sein. Only the terror, myself and the void. I was content with nothing. She dreamt of light, of life, of humanity. We disagreed. And yet, in her world, there were gods. Majossa of the desert. Largon of the sea. Rye of the endless skies. And Hierot of the frozen tundra. But fate stole Ikera away. Without her, there was conflict. Then wars. In the end, it was Rye who sought to outshine the sun that would pull the world into his flame. Caught within Rye's gaze were the keepers. An order sworn to protect Eterra's memory and the power it still holds. They were joined by someone unexpected. A traveler, willing to walk into the flames of war. But why? Was it honor they sought? Power? Redemption? Or was this fate? Perhaps, but no story is quite that simple. Okay, fertig. Okay. Jo, die alte Straße. Cool hier. Schön, schön. So, als erstes, ich brauche noch den Filter. Genau. Den Guide habe ich schon. Das ist Barlock. Verbindung sicher, danke schön. Ich hab's gleich. Nein, ich hab's nicht. Also wir müssen noch ohne Bild sonst spielen. Die sind auch nicht erreichbar, diese. Okay. Verstanden. Last Epoch hat Startprobleme. Wir spielen Singleplayer so lange. Und sobald ich im Livestream dann auch sehe, die Server sind stabil, werde ich dann dort einfach mal so weit spielen wieder. Und das soll ich natürlich nicht mehr unbedingt zeigen. So, wir tun noch mal ein bisschen umändern. Ich denke, wir gehen zuerst auf Skelette und dann Golem. Vielleicht haben wir aber doch einen neuen Zauber, der ein bisschen heftiger ist. Ich mag Maro Schwarz nicht. Noch ein Splitter oder so, noch ein Mark. Und den Fluch nehme ich auch mit, ich denke. So, hier können wir ein bisschen Face tanken. Die heilen uns sofort wieder. Oh, chargen kannst du auch. 3 Gold. Jo, währenddessen ist ja am Anfang auch ein bisschen langsam ist das Spiel. Da sind wir wieder in der Kritik, dass der Anfang zu langsam ist. Aber können wir noch ein bisschen erzählen? Ich habe ja eben schon seit 4 Jahren das Spiel. Und habe es auch seit dann damals, jo, Let's Play, könnt ihr gerne die Videos noch anschauen, manchmal auch gelivestreamt. Und ich finde das Spiel immer noch super, es ist sogar besser geworden. Ich habe sehr viel Spaß, das ist sozusagen mein neues Diablo. Und jo, wenn ihr auch so viel Spaß habt wie ich, dann dürft ihr gerne mich noch eben immer kostenlos und schön zuschauen. Falls ihr Fragen habt, ich beantworte sie gerne. Und jo,
Ich kann euch auch Sachen erklären, auch in-game. Jetzt bin ich halt im Singleplayer, da werde ich wahrscheinlich keine Posts von euch bekommen. Aber sobald ich online bin, kann ich dann das schon für euch machen. Ich bin auch im allgemeinen deutschen Chat immer vertreten, wenn ich nicht gerade Livestream oder Let's Play, andere Spiele Let's Play. Und helfe den Leuten auch sehr. Da ich schon ein bisschen mehr Ahnung habe als die meisten im Durchschnitt oder so. Und genauso Balancing, Items-Sachen kann ich auch recht gut sagen. Wo ich nicht so gut bin, ist im Crafting. Das mache ich nicht so gerne. Das mache ich in Minecraft schon genug. Und hier ist es auch nicht so nötig in diesem Spiel. Handeln werde ich ja nicht. Ich werde im Livestream einen Charakter machen, wo ich handeln werde, vielleicht dann später, aber dort spiele ich charaktergebunden Solo-Selfer. Das heißt, man wirklich nur die eigenen Items mit dem Charakter, die man mit dem Charakter auch findet, benutzen darf. Und nicht einen anderen Charakter auch nochmal die Items hat. Und genau, ja, für mich ist es sonst zu leicht. Und ich möchte natürlich auch genug Platz in den Lagern haben. Das ist die beste Motivation. Gibt es jetzt irgendwie Liga-Content? Also gibt es etwas in der Liga, in der Ding noch dazu? Ich denke nicht. Es ist egal, ob ihr da ja, mitmacht. Oder ganz normalen oder einen Singleplayer-Charakter nimmt. Ja. Aber die Server gehen gerade nicht. Und deshalb ja, müssen wir noch kurz Geduld haben, bis wir dann online spielen. Falls es dann immer wieder zu Lex geht, kann ich mir auch ja, im Singleplayer noch weiter spielen oder so. Hilfe brauche ich nicht. Hilfe würde ich gerne anbieten, aber wenn es halt nicht so schön zum Zeigen ist, weil es leckt ständig oder rausgeworfen wird, dann ist es halt einfach so. So, was mir aber auffällt, ist, dass die Grafikeinstellungen auf Ultra viel mehr kosten. Also mein RAM ist, glaube ich, ein bisschen in Anspruch genommen. Weil das halt auch mein Lüfter ein bisschen mehr mitmacht. Aber irgendwelche Lags oder Frame-Drops habe ich nicht. Das ist gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist auch stabiler. Also das Bild hat nicht so kurze Linien nach unten, die nach unten rollen und so. Das ist halt einfach das Problem gewesen, dass das Spiel noch nicht optimiert war. Und jetzt ziemlich optimiert ist einfach nur die Grafikpower ein bisschen zu schwer. Wir können von Ultra ein bisschen runtergehen, das würde nicht viel zu sehen sein. So, also machen wir Skelette, die wurden aber genervt. Komm, wir machen auf Magie. Und hier auf Fernkampf. Dann sieht das hier aus. Und die Skelette können wir mal warten. So. Bis jetzt hat sich noch nicht so viel getan. Die Gegner wurden ein bisschen schwieriger am Anfang. Später werden sie wahrscheinlich auch ja, ein bisschen stärker sein, nur wir werden ja auch stärker. Und ich habe immer das Gefühl, wir werden noch ein bisschen schneller stärker. Oh, schön angefangen, danke schön. Hier begleitet. Wie heißt das schon wieder? Ja, ja. Du hast Kral, genau. Ja, oh, Mana-Regeneration direkt mal. Schön. So. Und ja, dieses Relikt. Ja, ein Akolyt-Relikt. Ist sozusagen wahrscheinlich am Gürtel dann sichtbar. Ob es jetzt schon sichtbar ist, weiß ich nicht. Sieht man da irgendetwas rein? Und hat meistens Werte, die andere Slots nicht haben. Und das finde ich dann toll, wenn zum Beispiel zu einer Fähigkeit ein paar Charakterlevel, also Fähigkeitenlevel hat oder so. Sounds like their leaders waiting up at the shrine. Keepers have done well. This place isn't too. A group tied closely with our goddess. It even then. Ich mach das eben wegen Langeweile ein bisschen schneller, aber macht einfach die das Kurzvideo stoppen. Ja, mit Leertaste geht's einmal kurz. Und dann könnt ihr es. Feel free to look around.
aber sie reden extremst viel in diesem Spiel. Man kann es gar nicht mal so zeigen, sonst würde ich in Part 50, also jetzt ja schon 140 ungefähr, in Part 190 dann immer noch an der Kampagne sein und nicht im Endgame. Es dauert zu lang. Wahrscheinlich für euch auch. Aber wenn ihr das Spiel kauft oder wenn ihr es schon habt und es gerne ganz anschaut, dann macht das ruhig. Ihr könnt da für euch selber natürlich genauso spielen, wie ihr wollt. Bei mir könnt ihr halt vieles auch lernen und so. Ihr könnt zum Beispiel auch noch ihr könnt zum Beispiel noch ein paar Hintergrundinfos, ein paar News hören und so weiter. Wenn ihr genug Zeit habt, dann habt ihr natürlich bei mir schon ziemlich viel Wissenswertes. Und ich bin auch einer, der wirklich sich auf den Spielen erfreut oder sie auch ein bisschen kritisiert manchmal, wenn es halt einfach nötig ist. Aber es soll für euch angenehm sein, also kritisiert mich halt. Auch ein bisschen, also es euch für euch nicht in Ordnung ist. Ich bin da flexibel, weil ich mache ja ein Spiel, ich spiele ja und mache es nicht als vollen Beruf oder so. Ich verdiene damit auch kein Geld. Ich möchte einfach euch zeigen, wie ich spiele, und das reicht mir. Und ihr werdet auch nicht gezwungen, mich so zu schauen oder so. Das ist halt immer sehr schwierig, oder? Die meisten Leute sind es gewöhnt, ganze Zeit, oh, abonniere mich, oh, liked mich, oh, gib mir Spenden und so sagen. Das mag ich selber nicht, ich mach's auch nie, also nur ein Beispiel jetzt. Genau, und ich schalte keine Werbung. Wenn Werbung kommt, dann ist es über YouTube, aber ich verdiene an der Werbung nichts. Und eben, ich habe ein Spendenkonto bei Typey Stream, aber da muss niemand streamen, alles ist selbst, ja, entscheiden oder dürfte ich selber entscheiden. Genau. Ich bin jetzt gerade verwundert, dass die Gegner nicht so schwierig sind. Ich muss also niemals den Skill eigentlich einsetzen hier. Ich mache ihn jetzt einfach mal nochmal. Und dass da diese Giftsprühe dicken Pflanzen nicht kommen. Das wundert mich auch ein bisschen. Jetzt habe ich immer sehr viele hier in diesem Gebiet. Also kann ich auch ein bisschen durchrushen, oder? Das wäre schneller ein bisschen durch sind. Aber Gegner, wenn sie kommen, tue ich trotzdem besiegen. Nur den schnellsten Weg. Ah, jetzt ist eine Pflanze mit diesem Gift. Okay, nachher haben wir Skelette, wo noch ein bisschen öfter sterben. Ich mach halt das hier. Und jetzt hier ansetzen. Hat sie auch sehr schnell um. So, eine bessere Rüstung. Sehr gut. So, Cast Speed waren wir eher. Ah, aber haben wir weniger Mana. Nein, hier ist auf dem Zepter gar keine Mana reduzieren. Um 3 und so. Was mich eigentlich erfreut ab dem Singleplayer jetzt, es gibt keinen Chat mehr. Da wurde unten das einfach nie ausgestellt. Man musste es immer sozusagen mitbekommen. Und das haben sie immer noch nicht gelöst, scheinbar. Tja, weiß nicht, was die Entwickler gar machen mit so Sachen wie einem Hören. Also fixen es einfach nicht so schnell. Das ehrlich gar nicht. Keine Ahnung, was die Entwickler für Prioritäten haben, aber sind nicht gerade so optimal entwickelt. Sie machen eher halt einfach die Spiele unglücklich, weil sie Sachen nicht fixen. Bugs nicht lösen. Also es gibt jetzt gerade wirklich viel weniger Bugs, da wir im Singleplayer spielen, oder? Dass die Monster nicht klippen oder teleportieren oder zurückgesetzt werden, dass es halt nicht zu Lex kommt und so. Es läuft flüssiger. Aber auch Offline-Spielen war damals mit dem Server verbunden und hat auch geleckt. Und jetzt ist es komplett offline. Ich freue mich jetzt einfach mal kurz offline zu spielen, bis die Server laufen. Und dann hoffen wir, dass die Server auch stabil sind. Nicht so mega lange dauern. Ich weiß gar nicht, wie viel die anderen spielen konnten, aber ich konnte nie spielen. Also ich konnte am Anfang bis
da vor diesem Garten, also wo wir im Lager waren und dann das Lager raus, habe ich eine unendliche Ladezeit gehabt. Und kam danach, wo ich mich ausgelockt habe mit Alt-F4, dann gar nicht mehr rein. Und seitdem habe ich es immer wieder probiert. Kurz noch ein bisschen GTA Roleplay geleistet in Minecraft. Ich habe es immer wieder dazwischen probiert. Okay, ist nicht so gut. So, ich skille jetzt einfach auf Schaden. Intelligenz gibt 4% Schaden, 4% Schutzerhalt und 4% verbesserte Fähigkeiten. Das hilft uns schon mal viel. Und wir gehen eventuell auf eine Art, ja, nicht dort, aber so, ich kenne die Skills noch nicht vom Namen. Es ist so eine Art, wie ein Brand auf die Gegner legen. Es ist nicht brennen oder verbrennen. Es ist einfach, ihr werdet es dann sehen, es sind, glaube ich, Geisterflammen und so. Auf jeden Fall habe ich den Guide, aber jetzt ist gerade der Last Epoch Fuß kaputt, also das funktioniert nicht. Schnitt Maintenance, nein, Schnitt nicht Maintenance, not the Ever Label. Und deshalb sind die Server halt auch überlastet dort. Das ist ja auch von den 11 Tower Games, genau. So, also wir tun einfach gemütlich Solo spielen, also ohne Guide. Ab seitdem der Eitenfeder draußen ist, habe ich keine Lust mehr, ohne Eitenfeder selber einzustellen, den Eitenfeder. Deshalb spiele ich überhaupt Guides. Ich habe nicht so viel Zeit, wirklich selber auch einen Charakter zu erstellen, der mega OP ist. Ich habe es zum Beispiel mit einem Bären, Bestienmeister gemacht und so, aber ich habe es nicht so gezeigt, weil sonst seht ihr mich meistens irgendwo im Lootfilter drin, irgendwas einstellen. Oder kommen dann plötzlich nicht mehr weiter, weil ich irgendwas falsch habe, wenn ich Assistenten habe. So Sachen. Ja, und die Builds wurden auch in letzter Zeit defensiver, weil es nicht mehr so nötig ist, mega offensiv zu spielen. So vor 2 Jahren musste man noch sehr Glasskin spielen. Das Balancing stimmte einfach nicht. Die meisten Eigen waren nicht defensiv genug. Und zu wenig Resistenzen. Oder zu wenig Leben drauf. Und das ist besser geworden, aber immer noch nicht optimal. Also lieber defensiv gehen als Glasskin. Es macht mehr Spaß und die Gegner sind nicht viel langsamer kaputt. Gut. Also ich tue immer nur die Geister spawnen, wenn wirklich viele oder dicke Gegner da sind. Zu oft, ja, das bringt es nicht so. Sind wir noch schnell genug mit diesem Blutsaugen. So, warten wir kurz mit dem Level. Ich zeige jetzt euch auch nochmals diesen Eingang. Aber ja, man muss ihn nicht kennen, es gibt nicht viele Sachen. Da Blut entreißen ein bisschen Auto-Aim ist auf Gegner. Jetzt kann man nicht zerstören, jetzt mache ich's. Ach, die Augen muss man auch noch zerstören, genau. Das ist eine Art Easter Egg von einem Film oder so. Aber ein Riesenskelett, ein Riesen, ein bisschen Äpfel gebunkert hat. Ich muss ja auch viel mehr Äpfel essen. Ich habe heute übrigens Birnennektar gekauft und getrunken. Das ist mega fein. Nektar ist ja wirklich auch alles, was drinnen ist in der Birne. Zerquetscht, gemühlt oder gemahlen. Genau, das ist das richtige Wort. Und dafür auch mehr gesünder, weil es keinen zusätzlichen Zucker drin hat, nur den Fruchtzucker von der Birne. Oder vom Apfel oder so. Je nachdem, was man nimmt. Und ja, seitdem fühle ich mich auch wieder ein bisschen wohler. Ich habe mal etwas Gesundes gekauft. Okay, ich kaufe hier einen Wähler, das ist auch gesund. Schmeckt übrigens sehr gut, fast wie Bier. Irgendwie hat sich der ein bisschen verändert auch nochmal. Er wurde auch ein bisschen schneller, habe ich so das Gefühl. Aber er ist immer noch nicht gerade so mega stark. Man kann ihn nicht ausweichen. Ihr müsst nur ausweichen bei ihm. Vor allem der Wirbelwind, der macht sehr viel Schaden. Genau, der da.
hat ihn nicht ausgeführt, aber die Aura war da. So, auch wenn wir nicht viele Items haben, wir sind trotzdem ungefähr gut schnell durch. Ja, und haben auch noch 10 Minuten Zeit. Also zu einem, ja, nicht Hauptcharakter, aber einem momentanen Charakter. Mitspieler, also nicht Mitspieler, aber Helden. Kommt jetzt dann, bis dort können wir sicher machen. Und ich mache jetzt den ersten Part daraus. Also der erste Part von 1.0, nicht der von jetzt. Übrigens ist das nicht ungefähr der 140. Part, 136, nein, 37. oder so, sondern auch ein bisschen länger, aber ich habe im März durch das Multiplayer-Update auch wieder neu angefangen mit dem Neuer. Es gibt noch eine Playlist, die alte Let's Plays von Last of Us. Wahrscheinlich zwei Stück. Ich glaube nicht, dass ich mehr. Cast Speed. Ja, beides. Nehmen. So, dann haben wir auch mal noch vergiftete Gegnerschaden. Hier ist übrigens auch noch kleiner Gang. Aber hier drin ist nur eine Leiche. Man kann nicht. Und ich werde alle Geheimgänge zeigen im Let's Play. Wenn ich einen vergesse, dann bitte sagen. Es kann schon sein, dass ich einen vergesse. Aber soweit ich sehe, auch im Forum geschrieben wurde, habe ich alle gefunden. Im Stand jetzt. Vielleicht kommen hier irgendwo dazu. Ich weiß jetzt gar nicht, wo mein Nektar ist, aber ich habe eine 1,5 Liter Flasche getrunken. Wahrscheinlich bei meinem Rucksack, weil ich zu Hause nicht mehr getrunken habe. Ich bin über 11.000 Schritte gelaufen heute. Nicht mehr gejoggt, gestern war ich ja joggen. Also noch gestern für mich. Für euch ist es gestern. Also für euch ist es gestern, für mich ist es noch heute. Dem 21. Februar. Dem Release-Tag. Und jo, also, ich muss sagen, das war ein großes Update. Man sieht immer auf die Grafik. Viel schöner. Es sieht sich auch ein bisschen. Hat sich ein bisschen verkleinert, also wurde aufgelöst. Irgendwie etwas hatte ich ein Gefühl, die Kamera ist nicht. Also die Map da oben rechts ist nicht mehr so ein Weg. Schön gemacht, wirklich schön. Und ja. Außer dass Flammen immer noch so viel Frames haben und deshalb Leistungen ziehen. Ist es eigentlich ziemlich stabil. Also wenn ich keine Flammen oder Nebel habe, dann habe ich gutes also weniger Brennverbleib. Es leckt eben nicht dadurch. Okay, ich habe ein bisschen ein Schadensproblem langsam. So. Macht Geister sind nicht bis dorthin gekommen. Also muss ich noch kurz ein bisschen länger. So, also. Jetzt haben wir ein gutes Level, genau wegen hungrige Seelen. Ich werde aber öfters auch mit Blut entreißen spielen, damit ich mich ein bisschen schneller habe. Aber, ja, genau dieser Skill, hungrige Seelen, ist stärker. Viel stärker. Gegen einzelne Gegner abgespielt. Ich finde Nekrose wirklich eine tolle Schadensart, was es in anderen Spielen nicht so gibt. Das ist eigentlich das blaue Feuer aus Minecraft zum Beispiel. Oder halt, kennt ihr Warhammer? 40.000 vor allem. Da gibt es Necrons, die haben auch Nekrose. Das war übrigens eine meiner Lieblingsrassen in Warhammer 40.000. Dann kam 2004, glaube ich, oder 2005 Dawn of War raus. Und dort habe ich die Necrons dann im Addon geliebt. Im ersten Addon oder im zweiten. Ich glaube im zweiten. Ja. Ich glaube, es hieß sogar Necron. Und deshalb bin ich wirklich in Last Epoch auch ein Fan von nekrotischen Schaden. Wir werden aber wahrscheinlich Gift und Feuerschaden machen dann.
Aber vielleicht gibt es ja auch ein besseres Bild, ein angenehmeres Bild, wenn er kultische Anmachen tut als Hexenmeister. Das ist eben der Charakter, der nicht so lange bleibt. Zuhört. Aber ich meine immer, es ist Deckard Cain aus Diablo 2 noch. It's a fortress meant to keep unruly treasure hunters, or at least it's supposed to. Did Lena not tell you? Well, tell you what. Let's get out. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Und du hast die, der redet immer so unglaublich viel. Auch während dem Kämpfen. Aber andere Charakter nicht. Und das wurde kritisiert beim GameStar-Test. Es hat 85% bekommen. Und Diablo 4 war viel schlimmer gestartet und hatte irgendwie, weiß ich gar nicht, 87 oder so bekommen. Also irgendwie tun die Entwickler, also die Tester gar nicht mehr, der testen eigentlich schon nie. Die tun immer sehr AAA Games Studio höher bewerten. Und zum Beispiel Indie-Entwickler tun sie manchmal echt mega schlecht bewerten. Ich verstehe es nicht. Müssen die so viel Geld verdienen? Aber GameStar ist halt so von der Unterhaltung und so natürlich auch. Aber Clickbait-Dinger gehört auch dort dazu. Bei mir sind es nur einzelne Videos, wo ich manchmal etwas halt poste, das jetzt für mich noch nicht Clickbaiting ist, aber halt viele Leute anlockt. Und deshalb auch ein bisschen mehr Aufrufe bekommen, aber ich schaue nicht auf das. Ich möchte nicht in jedem Video etwas nennen, wo halt gesucht wird. Weil für mich ist es egal, ob ich hunderttausende Zuschauer habe oder zwei. Es ist nicht schlimm. Ich tue das einfach gerne zeigen. Und wenn ihr keine Lust habt zuzuschauen, dann müsst ihr es auch nicht machen. Falls ihr mehr Lust habt, möchte ich gerne noch ein bisschen mehr zeigen. Aber das ist alles freiwillig. Eben außerdem dürft ihr mir auch immer alles fragen. Man 100.000 Mal das gleiche sagen, wie auch in-game im Chat. Das macht mir überhaupt nichts aus. Ich bin nie genervt, sozusagen. Oh, ein Goldschrei für den Anfang, wunderbar. Wir brauchen 1.000, wir haben schon 1.600. Wir könnten eigentlich das erste Lager auch holen. Genau, wir müssen Schutz gehen. Schutz ist für den Hexenmeister, denke ich, auch wieder ein bisschen wichtiger als Leben. Es gibt aber Fähigkeiten, die an Leben angepasst sind. Nur eben, ich kann noch nicht so viel sagen. Ich bin einer, der sich eigentlich nicht vorbereitet, sondern alles selber lernt. Also ich tue halt die Guides ein bisschen nachahmen, aber ich sage die Guides nicht 1:1 umsetzen. Ja, da hätte ich lieber die linken. Ich nehme sie mit zum Verkaufen. Da unten ist immer die erste Truhe. Oder die zweite vielleicht. Aber auf jeden Fall immer eine Truhe. Die One-Shot-Chest heißt auf Englisch. Ich werde kurz mal lesen, wie sie heißt auf Deutsch. So gut. Gegner doch mehr Wandering Spirits einsetzen. Muss ich mir vornehmen. Okay, so rüstet er nicht aus. Sehr schön. Also da hat es auch ein anderes Symbol jetzt auf der Map. So, ich mache eben das Video noch ein bisschen länger, damit wir den hier ja, noch retten können. Magierhelm. Okay. Genau, und die haben immer so ein Item mit einem goldenen Wert. Gut, das können wir eigentlich benutzen. Nein, wir haben ja einen Zauberstab. So, was Zauberstab nicht. Ja, hilft uns sehr. Gut. Frei und Maro-Schatz kostet ein bisschen mehr. Mit der Zeit hast du einfach nicht viel Leben. Am Anfang. Jo,
Ich freue mich auf den, denke, übernächsten Tag, wenn wir Warlock werden. Bis dann werden wir sicher auch noch Spannendes sehen. Ich freue mich vor allem auf die dunklen Levels. Wie dunkel werden die jetzt? Wie düster? Weil hier gerade im Tempel ist natürlich schon alles hell. Oder auch draußen da in dem Innerhof oder so, wie das heißt. Ist ein bisschen zu hell. Hier regnet es. Wunderbar. Der Regen war ja sehr grobkörnig, also breit. Und er hat mir nicht irgendwie zu sehr gefehlt. Jetzt sieht man auch auf den Boden Pfützen. Die Farbstimmung ist ziemlich cool. Sieht sehr warm irgendwie aus, also ein warmer Regen. Okay. Ah, die hat. Das ist das Kind, das da drüben war. Das ist ein Erwachsener. Genau, es ist aber immer noch das Kind auf dem Artwork. Die ist sicher so 14. Also ein Mann, ne? Ist ein Bub. Ja, ja, man sieht's gar nicht so. Aha, und deshalb. Die Leute, die nachschauen, ne? Die finden auch einen Schutz. Okay, einen besseren Amulett. Oh, die Werte sind aber nicht so gut oben. Amulett wäre. Die Bonis. Ja, sind auch nicht so toll. Komm. Also, wir müssen A drücken. Gut, und hier im Lager werden wir dann im nächsten Part reden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, viel Spaß auch selber beim Spielen. Oder bei weiteren Videos oder Livestream schauen von mir. Auch andere Let's Play und Livestreamer. Auch viel Spaß haben. Ja, stay positiv und ja, eine gute Nacht, wenn ihr schon schaut. Ich lade es jetzt hoch. Es wird aber 1 Uhr morgens werden. Oder sonst am nächsten Tag. Dankeschön. Ah, jetzt ist 12 Uhr, okay, jetzt ist es diesen Tag. Oder dann ein paar Monate später oder so. Egal wann ihr schaut. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Tschüss.